Hier in Niedernhausen, meinem Heimatort, laufen mehrere Stromtrassen durch, wie man hinter mir sehen kann. Die Bundesregierung hat beschlossen, dass daneben eine weitere Höchstspannungsleitung, die Ultranet-Trasse, dazukommen wird. Die Koalition aus Union und SPD will damit die Fehler der Energiewende nachträglich ausbügeln. Die bestehende Stromleitung reicht an vielen Stellen schon so nah an die Wohnbebauung heran, wie man es hier sieht. Die unmittelbar an der Trasse wohnenden Menschen sorgen sich natürlich, dass mit der neuen Ultranet-Trasse zusätzliche elektromagnetische Felder und weitere Geräuschbelästigungen eintreten werden. Die Bundesregierung kann nicht garantieren, dass gesundheitliche Auswirkungen auf die Menschen ausgeschlossen werden. Alleine diese neue Leitung reicht von Osterrad in Nordrhein-Westfalen bis nach Philippsburg in Baden-Württemberg. Wir Freien Demokraten fordern daher für alle neuen Stromleitungen entweder Erdverkabelung oder die Einhaltung von mindestens 400 Metern Abstand zur bestehenden Wohnbebauung.